Was geht? Barello Vlog zu dem ganzen Boxkampf. Ihr habt ja das Event alle mitbekommen, ne? Barello hat ja gegen Kurt Ibo gewonnen, weil Kurt Ibo aufgegeben hat, weil, was hat der nochmal? Leistenbruch oder diagnostiziert. So. Irgendwie sowas wurde diagnostiziert, war aber klar, Digga. Der Mann sagt, ich mache jeden Tag Sport, Junge. Er hat einmal in seinem Leben Sport gemacht, Digga, direkt Leistenbruch. Alter. Obwohl er eigentlich Fußballer ist. Digga, Cap. Deswegen, wir gehen rein, Barello auf Echtzeit. Oh, falscher Bildschirm. Moment. Hallo, Leute. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Leute. Erstmal abonnieren. Und dann, Leute, ich mache einen Vlog mit euch. Ja, Mann. Auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Kurz vor Kampf und ja, Leute, ich bin aufgeregt. Leute. Hier bin ich. Ich zeige euch ein bisschen mein Zimmer. Ich habe 6 Stunden gebraucht, 7 Stunden, bis ich hierher gekommen bin. Aber mein Zimmer sieht gut aus. Ich bin mit Laurent Bischer. Komm, wie? Zeig den Leuten, wie mein Zimmer aussieht. Wir müssen... Sein Rücken, Laurent Bischer. Kennt man den? Wer ist das? Uns kurz vorbereiten. Kurz davor. Und... Ja, Leute, ja, ich bin wirklich aufgeregt, ja. Hier auch Badezimmer, ja, ist auch ganz wichtig. Was ist hier? Diese Badezimmer. Hier muss ich warten, habe ich gegessen gestern, wie ein Pascha so, gegessen, gechillt. Und viel. Ja, Badewanne essen habe ich, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben gemacht, um ehrlich zu sein. Fühle ich auch nicht, nee. Hast du? Nee. Würde ich auch. Ja, habe ich wirklich, glaube ich, noch nie gemacht. Das gemacht. Guck, weiter. Und für mich auch so, Essen gehört nicht ins Badezimmer. Beste Leben. Lass doch einfach, oder? Okay, Barello. Ja. Deine Prognose für heute. Wie wird das ausgehen? Also ich denke schon, ne? Meine Meinung, erste Runde wird es gehen oder zweite Runde höchstens, ne? Und ich. Aber wenn ich sage, es war die zweite Runde, ne? Es war die zweite. Er hat's predicted. Ich werde den K.O. schicken, weil ich weiß, dass ich mehr drauf habe und der ist etwa älter. Hast du dich darauf vorbereitet auf diesen Kampf? Nicht wirklich, ne? Aber. Aber ich muss sagen, ich fand gar nicht schlecht, wie. Also, Digga, was die Barello und Kurt Ibo gemacht haben, war sowieso Skandal, Digga, ne? Das war ja kein Boxkampf mehr, das war Sumo-Ring oder so, Digga, ehrlich. Warum machen die aber auch nicht MMA? Das wäre viel spannender, ne? Weil da musst du den ganzen Körper einsetzen und so. Ja, bei Boxen, Digga, da musst du ja auch schon diese gewisse Technik und so haben. MMA ist viel cooler, finde ich. Ja, geht. Da kannst du dich mehr austoben. Ja, mach so MMA. Nein, wenn diese Leute das machen, diese Showkämpfe. Ja, MMA ist doch viel cooler als Boxen. Viel cooler, viel spannender. Ich gebe Gas und so, was ich gesehen habe auf YouTube. Stark. Denkst du, Kurt Ibo wird es schwer mit dir haben? Also ich denke, um ehrlich zu sein, ich denke, Ibo... wird sich das mal ein paar Mal drehen und so, weil er ist ganz neu und er weiß nicht, wie es geht und so, ne? Wenn er so kommen wird, er wird... Aber Arafat ist nicht gekommen, Alter. Er ist nicht gekommen. Ja, hab ich doch gesagt, du sollst ja nicht da sein. Ich dachte, er kommt. Wir gucken gleich. Der hat sich der Hauptsatz dazu geäußert. Wenn es so geht. Weil er kennt sich die Chance, ne? Und ich bin ein bisschen erfahren da. Okay, hast du dir irgendeine Taktik überlegt oder wirst du auch einfach wild drauf gehen? Ich bin ehrlich, ich werde versuchen, einfach ein bisschen chillen, ein bisschen spielen, vom Weiten. Aber gucken, vielleicht kann ich nicht schon so wegen Emotionen, Leute, weil jetzt bin ich schon aufgeregt. Vielleicht dort gehe ich einfach nur drauf. Ich weiß nicht. Aber ich weiß schon, ich werde nur ein bisschen spielen. So denke ich in meinem Kopf gerade. Was da später passiert, weißt du Gott, ne? Oder ich glaube, das erste Mal, dass er überhaupt mit jemandem trainiert hat, Digga, ohne Spaß, ne? Das ist geisteskrank, Digga, ehrlich. Crazy. Lieber nicht mehr. Wie viele Runden habt ihr? 6. 6 Runden? Wenn du Probleme hast, weißt du, machst du halt ein bisschen nach hinten gehen und Distanz halt atmen und danach ein bisschen bewegen. Du hast so lange Hände, du kannst dir gut auf Distanz halten, weißt du? Du musst mit. Digga, man sieht direkt, woher die kommen, ne? Tschetschener oder was gibt's noch, die aussehen ähnlich aus? Dagestan, ne? Da sehen sehr gleich aus, Digga. Dagestan, Tschetschener, so. Deine Führhand arbeiten. Gefährliche Leute, diese Tschetschenen. Jeder weiß es und jeder sagt das auch, ne? Ja, er wird sowieso Angst haben. Er wird nicht direkt auf dich zulaufen. Ja, aber in diesem Moment, keine Ahnung, vielleicht kann ich das gar nicht mehr und so. Weißt du, ich gehe vielleicht nur drauf. Ja. Der eine muss mir die ganze Zeit sagen, Sönecke. Mach von vorne. Sind ja da. Dein Vorteil in diesem Kampf ist deine Reichweite. Ja, ne? Das heißt, du immer und mit deine Größe. Arbeiten und ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Kraft, oder? Natürlich. Okay, was ist mit deiner Kondition? Ich bin tot! Wie lange hast du dich aufgewärmt? Boah, 10-15 Minuten? Und jetzt kannst du nicht mehr.
Ich kann nicht mehr. Wenn ihr anfängt. Kameramann ist auf jeden Fall sehr optimistisch. Doch. Kurt, ich bin cool. Wenn ich im Ring bin und so, meine Ohren gehen zu, ich kann die anderen gar nicht hören. Ich muss den Dingser sagen, so, ne? Nicht 6 Runden, 4 Runden, weil 6 Runden wird zu viel. Mit 6 Runden einer geht kaum. Mit 4 Runden kann man durch Punkte, sollte ich nicht können und so, ne? Ich werde nicht kaum gehen. Ja, aber durch KO und so, wenn die Runden länger sind, da gab es 3 Runden. Wenn 6 Runden kommen, da gehe ich. So lange dauern. Nein, ne? Nein. Nächster wird auch geben. Da wird nicht so lange dauern. Okay. Hat der Typ Angst, dass er verliert? Nein, ne? Nun? Wenn du mich fragst, was ist das? Kein Schock. Ah, wird schwer, aber, ne? Erzähl, was wir machen. Wir gehen was essen jetzt. Ein Steak, Früchte. Barello geht mit seinem Rücken essen, Digga. Mit seinem Boxteam. Rücken. Krass, das Preis noch was. Ja? Ja? Sieht aus wie Schulmensa, Digga, ja, ohne Spaß. Barello, was isst du? Indischer Reis mit Gulasch und mit deinem Kacik. Lass mich reden. Danke. Barello, ja. Wie viele Stunden hast du trainiert oder wie viele Tage? Ich habe 15 Minuten vor Kampf gerade. Gerade hast du trainiert? Ja, 15 Minuten. 15 Minuten? Ja. Reicht das schon für Übung? Was sagst du? Ich weiß nicht, aber du musst ein paar Tage schon trainiert haben. Ich hab leider nicht. Nur 15 Minuten. Ich bin gespannt. Sieht echt aus wie jemand, der mit Putin und so chillt. Ich sag euch ehrlich, ne? So. Auf deinen Kampf dann, ne? Mit 15 Minuten. Ich enttäusche euch nicht, ja. Leute. Wir halten uns natürlich bedeckt, ihr wisst selber. Glück heute. Glück, oder? Du machst das schon mit. Okay, perfekt. Ah, Fett Comedy, Digga, der gegen Dudi verloren hat, ja. Aber ich fand, boah, irgendwie, also man muss sagen, Dudi war schon gut, Alter, ja. Ja. Die haben den Kampf aber nicht so richtig geguckt, aber was. Also ich hab richtig geguckt, war korrekt, dass er verloren hat. Ja, 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 ich finde auch, Digga, Dudi hat echt gut gekämpft, muss man sagen, ne? Bisschen warm, ja? Wir sehen uns. So, gegessen? Gegessen schon. Ich habe ein Mädchen gesehen, ich habe mich verliebt. Was soll ich machen, ja? Passiert. Kaum vergessen, Mädchen gesehen, ne? Ja, Mann. Was? Okay, wie fühlst du dich bis jetzt? Ich fühle mich gut, ja? Auf. Ich frage mich nur, ist das ein Tag vorher vom Kampf oder ist das Kampftag? Ja. Ich weiß nicht. 1 bis 10? 7. Ah, nee, ich glaube, das ist Kampftag. Ich glaube, das ist Kampftag. Stimmt, weil Kate kommt, die hat doch das Oberteil an, ne? Viel? Ja. Ja? Ja. Okay, ja, dann entspann dich noch ein bisschen. Für wen bist du? Für dich. Ja, ich oder ich? Du weißt ich. Doch, Bruder. Okay. Du weißt. Du. Okay, Amman oder Abu Hamza? Boah, ich weiß nicht, ja, diesen Kampf, ich weiß nicht. Diesen Kampf, ich lehne mich zurück. Ich gucke einfach zu, wer wen auf die Fresse. Mann, du hältst mir das immer. Guck mal, ich sag dir, ich eigentlich, böse Manuel müsste eigentlich gewinnen. Müsste aber? Aber Bösemann war ein sehr korrekter Typ, ja? Ich mag Bösemann. Ja, ne? Er ist immer so, der andere ist auch korrekt. Dein Freund war auch korrekt zu mir. Schero, er ist so verrückt, Digga, der echte. Und ich denk mir so, wen soll ich jetzt sein? Aber weil er war noch so, weißt du? Aber ich sage, also ich muss sagen, Bösemann kommt mit mehr Herz, ja? Ja, ja. Er kommt mit mehr Herz, ich weiß nicht. Aber ich hoffe, dass Manu das macht. Ne? Ich hoffe, dass er das macht, auf jeden Fall. Im Endeffekt weiß man nie. Aber. Wir gucken, ne? Wir gucken. Aber ich will sehen. Ich will den Haken heute sehen, ja? Natürlich. Ich werde ihn grau schicken. Du musst nicht viel, nicht viel, bla bla. Barello, das ist kurz vor dem Kampf. Wir werden uns jetzt ein bisschen auf. Schon wieder nochmal. Richtig, Leute. Das kann man noch skippen, Digga, oder nicht, Mann? Wir wollen diese wichtigen Teile sehen, nicht diese Vorbereitung.
Immer wieder auf. Schläge im Ziel. Von Dudi 361. Faust. Und durch den Knockdown hat er die Runde auf jeden Fall für sich entschieden. Das ist viel zu teuer, das ist ein bisschen zu teuer, das ist ein bisschen zu teuer. Erzähl. Boah Leute, ich bin maximal aufgeregt. So aufgeregt war ich auch nicht der erste Kampf, ja? So aufgeregt nicht mal der erste Kampf. Eben ist alles möglich. Und würdest du jetzt aus diesem Livestream lernen und bei dir vielleicht das anders machen als... Autodidakt natürlich! Deswegen habe ich geguckt, was dachtet ihr denn? Deine letzten Worte an Ivo. Heute ist dein letzter Tag. Komm nie wieder auf TikTok rein. So, viel Glück bei dir, ja? Danke. Meine letzten Worte, er wird heute... Da, meine letzten Worte, Digga. Das ist auch krass, Digga. Das lieben wir doch an Ivo. Er ist auch für alle da. Kriege. Das war's, Zitat Ende. Bitte hau ihn drauf. Welche Runde hat er verloren? Zweite. Ja. Tot, Alter. War K.O. Tot. Aber ich muss sagen, ehrlich, wir haben Hamza K.O. gegangen, das war krass, ja. Ohne Spaß, ein K.O. war echt crazy, Digga. War schon geil. Bruder, ich brauch meinen Mundschutz. Ich hab. Rosen hab ich jetzt gekriegt. Wie gesagt, wir haben ja gut, der Gegner war nicht so doll, den hat er überrannt. Heute hast du hier einen vor der Brust gehalten und... Sind nicht so viele Leute. 1000 Leute. 1000? Sieht voll wenig aus, Digga. Man denkt, ausverkauft, ne? 100 oder so. Ich glaube, so eine große Arena kriegen die nicht voll. Kriegen die niemals voll, glaube ich. Was heißt groß? So wie... Na, chill, man. 20.000 und so, chill. Wie viel waren bei Universum, wo die immer gekämpft haben? Ich glaube, 300 oder so. Ehrlich? Ja, nicht viel, ja. Das ist schon... Ich sag dir, organisatorisch sah das auch für mich gut aus. Leute, wir sind kurz davor, dass Ivo ein Meme wird. Und gucken, was danach passiert. Aber sie ist klar, ich bin die. Bruder, guck mal, wir sind ein Team, wir sind gekommen, du bist vernünftig, ganz locker, niemand macht das, du hörst nur auf niemand an dem. Locker, nicht so hart. Locker, genau. Kurz vor dem Kampf, ich denke, das ist Bruder, alle gucken auf dich, ne? Alle gucken auf dich. Ich vertraue, dass man richtig aufgeregt, ich glaube echt, dass man richtig aufgeregt ist, ne? Sieh dir einen bösen Mann, waren 5 bis 6k Zuschauer im Laber. Stopp, wo war das denn? Ja, ganz. Agentenkirchen oder? Hm. Oh, schon. Ja, doch schon. Ja, oh, schon. Alter. Im Boxen ist verboten, sich wegzudrehen, glaube ich. Ja. Ist ja auch gefährlich, Digga, wenn jemand dazu schlägt. Richtig gefährlich. Aber man merkt, Ibo war auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall gute Hits bekommen, ja. Der war die ganze Zeit jetzt am Decken und so. Hat er gesagt, er kämpft ohne Deckung. Ja. Das war auch krass. Hat doch geschworen. Das sind wir nicht vergessen, ne? Sie
Sieger des Kampfes durch Aufgabe in der zweiten Runde aus der blauen Ecke. Ah, da waren auf jeden Fall ein paar Buchrufe. Gut, erstmal zum Sieg. Es war vielleicht jetzt nicht der allerschönste Kampf, es war trotzdem Sieg. Ist der Kampf so gelaufen, wie du es dir gedacht hast? Ich dachte, er wäre ein bisschen schwächer, aber trotzdem, ich kämpfe gegen jeden. Meine Eier auf eure Köpfe! Warst du, komm zu mir, warst du überrascht, als er in der zweiten Runde aufgegeben hat? Boah, keine Ahnung. Eigentlich nicht. Genau, ja, es war mir klar, dass er irgendwann aufgeben muss gegen mich. So. Strohfahrt und so, ja. Ich von Fury. Ich wollte gerade sagen, du hast ja im Vorfeld gesagt, du hast viele Tyson Fury-Videos dir angeschaut, um lang zu boxen. Lang geboxt hast du diesmal nicht, du warst sehr, sehr viel nah dran am Gegner. Was wirst du das nächste Mal anders machen und gibt es überhaupt nächstes Mal? Wirst du noch mal boxen? Ja, und ich würde jemanden herausfordern, darf ich? Ich will gegen Montana Black kämpfen. Wenn du alle am Kopf entgegenkommst und rede dich in Leistung. Also, Montana Black gegen Barrello. Ich glaube, es gibt einige, die dafür Geld bezahlen würden. Großen Applaus für Barrello. Ist ja immer Monte, Digga. Das lohnt sich ja nicht mal finanziell für ihn. Er wird ja nicht mal drauf gesagt, glaube ich, ab 2 Millionen oder so wird er das machen oder so. Hat er auch reagiert? Also darauf nicht geantwortet, sondern generell. Er hat sich mal so einen Boxkampf angeguckt und da hat er gesagt, Digga, wird erst ab 2, glaube ich, war das. Aber das lohnt sich halt auch nicht für ihn. Nee. Das ist unnötig. Und er muss das auch echt nicht mehr. Ja, ja. Der, Digga, der beschädigt seinen Bruder her. Nachdem er K.O. gegangen ist, ne? Leute, sieht fit aus, ne? Good Life, beste Firma, beste Versicherung-Dings. Vielen Dank, Digga. Versicherung, Zahnversicherung? Ja, Zahnversicherung natürlich. Und die Leute natürlich, für Ibo müssen ja seine 10 Euro machen lassen, weil ich habe ihn gehauen natürlich, ne? Auf jeden Fall. Leute, ihr könnt auf unserer Seite kommen, www.jung. Die Zähne sind so gemacht, Digga, man sieht das so krass, ne? Goodlife.com. Ja. Ihr könnt ja eure Zahnversicherung machen, in jeglicher Sprache. Falls ihr in der deutschen Sprache nicht mächtig seid, könnt ihr einfach da eine Zahnversicherung buchen. Wie zum Beispiel Kütte Ivo, der hat das auch eine auf die Fresse bekommen, schon hat er seinen Zahn verloren oder sowas. Da kann er seine Zähne machen. Vielen, vielen Dank, Barrello. Ja, genau. Schau, wer hat gutes Geld dadurch bekommt. Du bist der King. Hey, Barrello. Das ist 6 Uhr. Wie viel ist es? Wir haben 6-7. Wie viel? 6-7, komm. Warum zeigt er nicht, was sie gemacht haben in der Zwischenzeit, ja, Digga? Ja. Man muss sich doch gönnen nach Kampf, Digga. Ne? Ich bin ab. Hast du den Sieg verarbeitet schon? Ja. Wie war der Tag? Erzähl dir irgendwas. Der Tag war wirklich ein bisschen anstrengender, aufgeregt gewesen. Und im Endeffekt alles vergänglich. Jetzt habe ich den Kampf auch hinter mir. Ich hab, wie viele Kämpfe habe ich hinter mir? Ja, ich habe viele gemacht. Ja. Und ich werde mehrere machen. Ich werde durch. Ja, drei! Zwei! Ich werde meine Karriere machen. Ich werde mit Social Media und so ein bisschen zurückhalten, werde ich mich. Und ja, ich hoffe, es klappt mit Boxen. Weil mit TikTok hat es nicht geklappt. Okay, und auf welche Plattform bist du jetzt so am meisten aktiv? Ja, auf Twitch, ja. Twitch, da erzähle ich den Leuten, wie man boxt. Ja. Okay, was sollen die machen auf Twitch? Mir folgen. Und subscriben. Okay, gut. Schau mal deinen Bauch an, bitte. Schau mal, wie du da sitzt. Ich schneide das alles rein in YouTube. Und jetzt? Auch. Du bist stolz drauf. Ja. Okay, Bruder, ein paar Stunden sind vergangen. Statement. Wie hat es sich angefühlt? Wie war es für dich? Also, ganz ehrlich, ich habe ihn unterschätzt, ja. Der war wirklich gut. Der war nicht schlecht. Also, viele, die auf krass tun und so, ne? TikToker, dies und das, die würden gegen ihn verlieren. Oder? Was sagst du dazu? Also, er war auf jeden Fall... Nicht so, wie wir dachten. Ja, auf keinen Fall war er so. Nein, 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 nein. Nein, ne? Nee. Seine Rechte waren nicht schlecht. Aber ich dachte auch generell, ich dachte, Barrello wäre auch, hätte besser, wäre besser gewesen. Ja, ja, ja. War ja auch Schrott. Die hat einmal gesessen. Ja, sowieso ja, nicht. Mein Gehirn hat eine Schütterung bekommen.
Ja? Ja, ja. Nächste Pläne, irgendwas, nächste Ziele, hast du irgendwas geplant? Boah, also ich würde herausfordern, ja. Ein paar Menschen, ja, Montana Black oder so. Ja, den hast du ja schon herausgefordert, ne? Ja. Was denkst du, nimmt er an oder nicht? Ich denke ja nicht. Irgendwas noch zu sagen? Nicht wirklich, ja. Also ich habe gewonnen, seid mir gegönnt, der Sieg. Und ja, Gott ist groß. Ich hab's geschafft. Okay, und fandest du Fat Comedy stark oder Kid Ibo? Boah, ich bin ehrlich, ne? Wo ich gekämpft habe und so, ne? Bei Fat Comedy wusste ich schon, ich kann Gas geben. Weil er war der Zurückhaltende und so, ne? Er hat erst Gas gegeben, wo ich tot war. Und da war er auch selber ein bisschen tot. Aber erste Runde, der Ibo kam schon, hat nach vorne marschiert, Alter, ne? Ich hab damit nicht gerechnet. Ich dachte, er wird sich drehen und so. Also ich denk so, gleich. Mit Luft, wie war's mit Ausdauer? Nicht so gut, oder? Ausdauer ist mein, das Ding, ja. Ausdauer, ich hab keine Ausdauer. Ja, ja. Aber was denkst du, war es mit Kid Ibo echt ein Leistenbruch oder denkst du, das war so, er hatte keinen Bock mehr? Nee, ich keinen Bock, er hatte keine Kraft mehr. Er hat also aufgegeben. Ja. Jo Leute, das war's mit... Ja, okay, Digga, ja, ist doch interessant, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. War jetzt nicht so spannend, Digga, ne? Ne, war in Ordnung, aber wenn Barello in Zukunft mehrere Vlogs macht, kann er bestimmt cool sein. Bin gespannt, gegen wen er jetzt nächstes kämpft, ne? Weil nächstes Jahr werden ja wieder Kämpfe anstehen. Vielleicht gibt's echt einen Rückkampf wieder zwischen Ibo und Dings, ne? Weil das wäre ja... Also, er hat sich ja verletzt. Und ja, Mann. Kann man dann wieder organisieren mit Barello, Bissemann und Manuel. Ja, auf jeden Fall. Der letzte Kampf war ja Bluff.